Hey Leute, der Gryvain, willkommen zur nächsten Runde von League of Legends. Wir zocken heute mal als Janna Support. Das wurde sich gewünscht von jemandem aus meinem Channel. Und ich muss gleich dazu sagen, ich bin übelst schlecht in Janna. Also wirklich, wirklich schlecht. Aber ich dachte mir, versuchen wir es einfach mal. Sie ist auch in letzter Zeit, also ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, genervt worden. Also zumindest ihr Schild. Das Schild verschwindet jetzt nach 5 Sekunden von alleine, also es geht sogar runter. Was es für die Gegner eigentlich viel einfacher macht. Weil eigentlich ist das Schild richtig cool. Es gibt halt nicht nur ein Schild, sondern derjenige bekommt auch Attack Damage. Und in dem Fall wäre es jetzt bei der ersten Stufe 13. Aber sobald das Schild weg ist, verliert er so gesehen diesen Attack-Bonus. Und dadurch, dass das Schild jetzt nicht nur decayed, also runtergeht über die Zeit hin, ist es jetzt halt übelst Schacko no Pot. Ups. Es ist natürlich auch für den Gegner leichter, das Schild einfach wegzunegieren quasi. Ich werde auf jeden Fall in der Runde mal versuchen. Don't need any. Okay. Er will sich quasi das Geld in der Bank sparen. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, die Gegner so ein bisschen mehr zu poken. Obwohl es ein bisschen schwieriger ist, weil die haben hier Brand und Draven. Wenn der Draven einen Auto-Attack auf mich rauf macht, bin ich halb tot, glaube ich. Aber es macht jetzt für mich mehr Sinn, den W zu maxen, anstatt den E. Weil, wie gesagt, dadurch, dass das über Zeit halt weggeht, ist das irgendwie blöd. Okay, er startet den E. Ist ungewöhnlich, aber er geht halt auf Nummer sicher. Ups, das war ein Missklick. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier eher Level 2 werden. First Blood. Ja, vielleicht doch mal ein Schild machen. Ja, es tut natürlich richtig weh. Der hat auch Lifesteal. Also ich glaube, ich gehe doch mal auf den Brand drauf. Ich übelste Pinge da unten. Ja, hätte es mir für den hier aufheben sollen. Ich muss hier echt ein bisschen aufpassen, dass der mich hier nicht one-hittet, ey. So, ein Pot hat er auch schon weg. Der ist extrem passiv, der brennt. Ah, da hat er jetzt aber sein Dings raufgekriegt. Na, schade. Na gut, wir haben ihn auch ein bisschen low bekommen. Wenn er ihn auch mal ein bisschen versuchen würde zu hitten. Ja, das war nicht gut. Den rauf. Na, ich glaube, die haben Wort da. Verdammt. Du. Na gut, der farmt da in Ruhe. Die machen ihr Ding, aber Draven hat auch mehr Farm. Das eigentliche Battle ist eigentlich wirklich nur zwischen uns, also mir und Brand. Okay, Brand fehlt. Oder der ist da drin und wartet auf was auch immer. Dann versuche ich mal ihn hier ein bisschen.
Oh. Oh, ich habe sogar einen Kill bekommen. War trotzdem nicht so worth. Ich glaube, ich gehe mal auf den Kelch. Einfach um ein bisschen mehr Magie-Resi zu haben, weil wie gesagt, es ist eigentlich nur ein Brandbattle hier. Und auch mein Mana, dass ich das ein bisschen... Schuhe kann ich mir eh noch nicht kaufen. Ja, hätte ich mich nicht vom Stun treffen lassen sollen. Vielleicht hätte ich es auch flashen sollen. Wir hatten den Kill bekommen. Auch der Brand, okay. Yikes. Trottel. Na, ups, war mein Fehler. Ich glaube nicht, dass der da drin ist. So, wir gehen weiter den W. Mehr Damage und ein bisschen auch mehr Movement Speed. Was auch gar nicht so verkehrt ist. Leider kann ich jetzt hier absolut nichts kaufen. Wenn ich Pech habe, clean die jetzt hier meinen roten. Ja. Nein, ja, nein. Ein Glück. Also der Brand ist nicht so dolle, muss ich sagen. Gut für uns, aber er kann trotzdem immer mal einen Lucky Stun treffen und dann ist sowieso alles vorbei. Aber der Draven ist gut dabei, vom Farm auch her. Bock, bock, bock. Ja, jetzt geht er dahin, kann man nichts machen. Ist schon wieder verloren. Schade. Oh, easy. Aber das W macht schon gut Schaden. Oh mein Gott. Was macht er denn? Wieder geklaut. Ups. Aber war ein guter Gank. Oh mein Gott. Das war ein bisschen knapper. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Movement Speed und wir haben auch den Kelch fertig. Ein bisschen mehr Leben, das ist auch ganz gut. Kann man nicht so leicht weggeburstet werden. Es läuft, nur dass ich hier immer die Kills wegstaube. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber gut für mich, weil hab mehr Kohle. So, jetzt haben wir hier auch ein bisschen mehr Mana-Regeneration, ein bisschen mehr Magie-Resi. Jetzt kann der uns nicht so leicht kaputt hauen hier.
was macht der? Wir schilden ihn mal. Falls er da noch mit reingeht. Aua. Oh, fuck. Da haben wir uns baiten lassen und der ging voll in die falsche Richtung. Hat der noch Ult? Ja. Macht ihn doch. Yikes. Da habe ich mich auch baiten lassen. Hätten aber nicht gedacht, dass der da noch drin ist. Aber warum wohl da dann sonst so ein Ward da hinstellen? Eieiei, der ist... ist ziemlich risky, würde ich sagen. 400, wie viel hat er? 500. Ugh. Alter, das macht sie. Und tschüss. Eieiei. Okay, da hat jemand Spaß. Oh Gott, der hat den schon wieder gemisst. Alter. Oh, ganz viel Kohle bekommen. Okay. Oh, hier ist noch ein Dings. Zack. Gucken nicht, dass der hier rein marschiert. Oh, hallo. Wir haben ihn zweimal gewarnt. Bam. Eieiei. Macht ganz schön Schaden hier, ja. Aber wir können das auf jeden Fall wieder hochheilen. Das ist nicht so schlimm. Oh, endlich hat er mal. Ja, ich glaube, die wollen den so ein bisschen... Ich habe theoretisch noch Ult. Echt ein bisschen schade, ey. An ally has been slain. Oh, Galio. Schade. Bringt alles nichts, aber das können wir machen. Don't run to me, Progen. Quinn, so rum.
Kommen wir da noch hin? Ja. So, da müssen wir jetzt hier ein bisschen mehr Vision aufbauen. Ist ganz schlecht gerade. Der wäre natürlich cool. Das gibt's nicht. Schade. Mach da den scheiß Turm erstmal. Okay. Ja. Okay, das läuft doch gut. 1, 2, 3, 4. Nein. Nicht schon wieder mein. Oh oh. Portbrand AFK. Lol. Warum? Oh, vielleicht können wir ihr hier ein bisschen helfen. Autsch. Alter. Das hat wehgetan. Dass der hier rüber springt. Okay. In Harmony. Inspire me. Die keifen sich hier an, ey, so lustig. Gut, hier unten können wir jetzt eigentlich nicht mehr so viel machen, aber gut. Oh, hallo. Tja, Exhaust, würde ich sagen. Ja, in so einem Fall ist Jenna natürlich doch richtig cool. Weil die Leute einfach... Oh, 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 oh. Ich würde lieber abhauen, wenn ich du wäre. Eieieiei. Und? Richtig viel Cooldown jetzt. Okay.
geht's richtig ab. 7,7. Wir sind jetzt bei wie viel? 45, okay. Also können wir in der Mitte weiterhelfen, obwohl. Zack. Ich geh mal doch hier hin. Das ist natürlich ärgerlich. Hat auch leider kein Ult. Gehe ich mal lieber nicht lang. Alter! Der Schako macht es echt gut. Ich habe noch Ulti, aber nichts getroffen, schade. Wir machen hier echt Pressure auf allen Lanes. Ja. Bin ich dabei. Dann können wir hier ein paar Sachen, um die Vision zu clearen. So. Ich bleib mal vor ihm stehen, falls hier irgendwas kommt, aber... Vision clearen. Ist ein bisschen risky, was ich hier mache. Irgendwo sind die hier. Okay. Was? 5000 Gold? Alter, was ist mit dem Schako los? Der Schako soll einkaufen, ey. Please buy, Schako. Erwischt.
Der kriegt jetzt richtig auf den Sack da oben. Okay. Ich trau mich nicht da rein. Okay, sie geht einfach rein, alles klar. Schade. Alter, der soll einkaufen gehen. Der Vogel, Junge. Ich weiß nicht, ob der hier irgendein Achievement erreichen will oder so, aber. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall das Ding hier. Und nehmen wir noch einen roten mit, damit wir hier unser Vision Score nach oben kriegen. Also der Schako, der carried hier übelst krass. Oh, ich glaube der Turm. Der Turm. Ja, der ist weg. Erwischt. Na, Jenna entkommt man nicht. Yikes. Das war nicht so gut. Oh, hallo. Okay. Kacknoob. Uiuiui. Schafft der den? Ja, ich glaube nicht. Schnell zurück. So, dann haben wir das Ding fertig. Das ist auch richtig gut. Ordentlich. Macht aber wirklich immer nur Sinn. Also manche kaufen den immer als erstes. Habe ich auch früher immer gemacht, aber mittlerweile haben die den so genervt, dass der eigentlich eher so im Late Game. Also je späterer Level man ist, umso besser. Deswegen lieber nicht gleich als erstes bauen, sondern lieber zum Schluss irgendwann. So, ist der hier auch wieder da, der Typ? Ich weiß es nicht. Oh, oh. Du kriegst ein Schild. Okay. Oh, was macht Chaco da? Zack. Macht Chaco da? Alles klar. Ich weiß echt nicht, was der macht, aber der spielt den Champion richtig gut. Oh shit. No. Okay. Hat er natürlich den Heal komplett verhindert. Ja, Jenna ist schon irgendwie. Oh, fuck. Kack-Champ, ey. Ja, nein, nicht sterben. Oh, Shaco ist gestorben, sehe ich gerade. Ups. Was ist da denn passiert? Okay, die Ori hat ihn wohl weggebombt. Du,
Oh, wer ist da denn drin? Auf den Drachen zu machen, Mann. Warum? Die hätte nicht auf den Drachen gehen sollen, sondern auf den fucking Jax. Upon the wind. Okay. 5,5 Sekunden. Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh mein Gott, ich lebe. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal in dem Spiel Flash benutzt, oder? Das ist so schlecht. Ah, ja, diese Jenna immer. Herrlich. Wäre ich da nochmal weggekommen bin. Oh, ich habe ein bisschen Angst hier auf den Ult. Oh. Port Quinn, please. Na Mensch, das lief doch, aber muss man echt sagen, da hat jemand vom Team gecarried, da war richtig stark. Holy shit. Habt ihr auch wieder am Brand gesehen, ne? Hat er da geflamed hier? Jin trifft nur 3 Schüsse oder 1 Schuss von 4 oder so, bla bla bla. Der Shaco auf jeden Fall. Ganz klar. Quinn war auch so ein bisschen mental bei uns gesehen. Oh, cool. Hatte ich noch keine bekommen. Nice. Minus S. 2 Tode, 16 Kills beteiligt. Das läuft. Also wie gesagt, Jenna kann wirklich übelst nervig sein. Support, Honored, Wellplay. Yay. Ich bekomme mal ein Lob. Juhu. Also kann wirklich übelst nervig sein. Der Anfang ist so ein bisschen lala, muss man sagen. Aber wenn sie erstmal so 1, 2, 3 Items hat, dann kann sie das Team schon ziemlich nach vorne bursten. Also muss man auf jeden Fall sagen, es gibt aber auf jeden Fall bessere Supports, die man nehmen kann. Aber war doch ganz lustig. Die 18 Punkte nehmen wir mit. Immer noch Platin 5. Ich komme, wie gesagt, nicht hoch. Das ist wie so ein Coinflip hier. Ihr seht es ja hier. Wenn ich in den anderen Team gewesen wäre, die hätten sich alle tot geflamed. Das ist irgendwie, man hat Glück mit dem Team oder man hat kein Glück. So ist es leider. Aber gut. Und ich hab wirklich bloß einmal Flash benutzt, oder? Das war auch ein bisschen bad. Aber gut. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Play. Tschüss.